Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Skyforge. Ich melde mich hier vom Planeten oder vom Mond Thea und ich bin so ein bisschen am überlegen, was wir machen. Einerseits könnte ich ein paar Missionen hier erledigen. Ein bisschen was hätten wir. Ne? Andererseits möchte ich ja auch... möchte ich auch mit der Hauptquest natürlich weitermachen, mit der Geschichte. Dazu müsste ich in die Mantidenhöhlen. Ist jetzt natürlich die Frage für mich. Ich denke aber, wir machen die Hauptgeschichte weiter. Jawohl. Bevor es soweit ist, ich möchte einmal kurz reingehen in die Provinzen. Ja, in die Provinzen. Zum Tempel des Lichthüters. Ich habe nämlich... nein, nicht zum Tempel des Lichthüters, zum Tempel des Kryomanten. Ich habe genügend Allerium 9 gesammelt. Knapp jedenfalls. 1024 habe ich, 1000 brauche ich, um das freizuschalten. Das letzte Stück, damit wäre der Kryomant der erste Charakter, bei dem ich die letzte Fähigkeit freischalte. Ah, ich bin kurz davor zu drücken. Nein, ich werde drücken. Die Frage ist, warum ich gerade den freischalte. Einfach deshalb, weil ich mir das leisten kann. Alles andere ist viel zu teuer für mich. Wenn ich hier mal reingehe... Na, hier habe ich gerade mal nichts. Aber zum Beispiel Nekromant. Okay, den muss ich sowieso noch ein bisschen durchspielen. Was hätten wir denn noch zur Auswahl? Kinetika, nein, nein, nein. Revenant. Hier zum Beispiel könnte ich, hätte ich auch ganz gern, aber 10.000 Illyrium 9 sind natürlich schon eine ganz andere Nummer als 1.000. Und so ist es leider mit allen anderen Klassen, die ich habe. Die kosten alle 10.000, hier das letzte. Von daher nehmen wir einfach mal den Kryomanten. Apropos. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, ich wollte den freischalten. Tempel des Revolverhelden. So, komm, zack. Freigeschaltet. Boing. Jetzt muss ich hier natürlich auch ein bisschen spielen, aber das werden wir dann nicht jetzt machen. Da werden wir uns ein bisschen Zeit für nehmen in anderen Folgen. So, erstmal jetzt zurück zum Kryomantentempel und hier... Okay, das ist eine Quest. Quest annehmen. Okay. Ah, na gut. Tempel ist... öffne die Kampagne. Beseitige Kairax, das Allerium-Monster von Thea, indem du einen Kryomanten spielst. Yay. Na gut, das sollte kein größeres Problem sein, wenn Kairax denn mal irgendwann hier auftaucht. Das ist der Punkt. Aber dann hat sich mein Plan gerade ein bisschen geändert. Wir werden jetzt ein bisschen hier die Quests machen und auf Kairax warten. Und sobald er da ist, geht's Kairax ans Leder. Beziehungsweise an seine Metallhaut. Fähigkeiten. Habe ich hier irgendwas jetzt schon bekommen? Ich habe hier dann dieses Ausrufezeichen, aber... Nein. Wahrscheinlich kommt hier noch irgendetwas, ne? Oh, Meteorsturm. Und der Schild wurde hochgefahren. Ja, hier ist man sicher vor den Meteoren. Nur... Ich muss ja Quests machen, ne? Also, Meteor hin oder her. Wir müssen los. Nimm den Detektor. Nimm doch mal den Detektor. So. Beseitige Kairax. So, was haben wir hier noch? Beseitige die Okularspitze. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht, aber... Naja, okay. Du bist doch ein Okularspitze hier. Bums! So, mit dem Detektor kann ich die nämlich sehen. Vorher konnte ich den nicht sehen. Ist der Spitzel, da ist der nächste Spitzel. Äh,
Spitzel ist weg. Ah, Ladestation. Wahrscheinlich muss ich... Also der Detektor wirkt wahrscheinlich nicht allzu lang, ne? Der nächste Spitzel. Wie viele Schnitzel wollte ich gerade sagen? Spitzel. Spitzel wollte ich sagen, Schnitzel habe ich gesagt. Wie viele Schnitzel muss ich denn hier finden? Ich muss 10 Stück, okay. Wo ist der nächste Detektor? So, einmal die Batterie aufladen. Und da ist irgendwo da unten. Ich krieg dich, mein Freund. Der nächste Sack. Kriegen wir noch einen hin? Irgendwo soll da einer stehen. Okay, Detektor. Geblendet haben sie mich. Oh, warte. Oh, da, ich krieg Hilfe. Yay. Das ist ja klasse. Also, wenn die aufgedeckt sind, dann kommen mir die Titanen zu Hilfe. Nett und gut zu wissen. Okay, nächster Detektor. Gucken wir mal vielleicht auf der anderen Seite. Nein, da unten. Die sind wieder respawned. So. Ihr und ihr. Nicht mit mir, mein Freund. Au. Ich bin blind. So. Okay, die Quest hätten wir. So, danke, gut gemacht. Bitte, bitte. Gern geschehen. Kairax ist noch nicht aufgetaucht, aber wir müssen ja eh in die Richtung. Von daher, ich glaube, da laufen schon die ersten los zu ihm, obwohl er noch gar nicht da ist. Nicht vorbeispringen. Das war knapp. Das war ja mal knapp, nicht? Ich glaube, die muss ich erledigen, ne?
So, mein Freund, wie gefällt dir das? Die Frage ist, was muss ich hier genau machen? Beseitige in der Nähe. Mhm. Nur beseitigen. Also nicht irgendwas noch sammeln, aufheben, was auch immer. Pflegel! So, mit dem Pflegel, ja, den kann ich gut gebrauchen, glaube ich. Und zwar ist da ein kleines Bossmonster. Und ich glaube, den muss ich auch erledigen. Wütender Helikär. Dann... knapp am Meteor vorbeigerannt. Beziehungsweise er ist knapp neben mir eingeschlagen. Na komm. Und so ein Skorpion, ne? Ich kann mir ja nicht helfen, aber... aber so ein Skorpion? Ein mechanischer Skorpion. Der erinnert mich doch ziemlich an... an den Scorpetron von Wasteland. So, Meteoritensturm. Oh, was ist das denn? Na? Hilfe! Alter, wie lange bin ich denn hier benommen? So, was genau ist das hier? Okay, jetzt bin ich wieder... aus... ah, ich konnte doch eben ausbrechen, verdammt. Brennt ein bisschen, ne? Ah, das war jetzt sicherlich unnötig, aber best abgeschlossen. Die Superfähigkeit einzusetzen war unnötig. Ich geb's zu. Ich geb's zu. Was müssen wir jetzt tun? Was müssen wir tun? Also wir müssen hier natürlich noch Theana besiegen und hier müssen wir... untersuche die Brummschädelbeschützer. Okay. Oh. Nein, jetzt nicht nochmal.
Okay, er holt sich diesen Punkt. Das macht er. Ich will eigentlich nicht mit ihnen kämpfen. Ich muss diese Viecher besiegen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Brummschädel. Na, kommen sie auch hier hinterher? Kommst du hierher? Nee, das machen die nicht. Okay, der geht wieder zurück. Verlieren ihre Aggro, das ist gut zu. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Elerium-Tunnel. Ach, mit denen hatte ich doch schon schlechte Erfahrungen. So, da ist ein Brummschädel. Au. Oh, ich fall runter, ne? Nein, 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 nicht schubsen. Ich will nicht runterfallen. Untersuche die Brummschädelbeschützer. Untersuche. Okay. Scheinbar ist Angreifen nicht gleich untersuchen. Okay. Aktiviere Scanner. So, jetzt ist er gescannt, aber jetzt ist er sauer, ne? Na gut. Ey, ich hab doch... So. Eine kleine Brummschädelkäferstatue. Das ist auch ein Brummschädler. Okay. Untersuchen? Nee. Den müssen wir nicht untersuchen. Weiß jemand schon mal, hier, Highflyer weiß nicht, was er genau machen soll. Naja, muss er ein bisschen auf seine Quest gucken.
Ich muss da ein bisschen gucken, was für eine Aufgabe er hat. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Aufgabe er hat. So, jetzt bist du sauer. Ich weiß. Ich habe dich gescannt. Tut mir leid. Das gibt sicherlich einen Brummschädel. Schlagring. Schlagring möchte ich nicht haben. Aber da sind ein paar Käfer. So. Tanz mit den Käfern. Irgendwas habe ich geschafft. Was habe ich geschafft? Wieder eine Quest. Okay. Okay. Theana besiegt. Ich habe genügend Theana besiegt. Jetzt bleibt nur diese Quest mit den Brummschädeln. Wen habe ich da sauer gemacht? Die da hinten, ne? Ja, tut mir leid. Ich wollte nicht so laut sein. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Aha. Ein Brummschädelbeschützer. Na komm. Aktiviere den Scanner. Au. Ah, nein, dich habe ich noch nicht gescannt. So, jetzt habe ich hier ein verdammt großes Fragment. Und ich werde es benutzen. Aber ich brauche erstmal so einen Adam. Erstmal muss ich wieder so einen Brummschädel scannen. Das müsste Nummer 4 sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Richtig? Du bist Nummer 4. Ding. So. Boom. Das Schwert jetzt am besten nicht benutzen. Na, noch 2. Ja. Noch genau 2. Schwert jetzt am besten nicht benutzen. Was habe ich eigentlich hier für Quests? Aha. Geschütze deaktivieren. Krog-Komponenten. Erwerbe analytische Module von Treibern. Display-Treiber oder was für Treiber? So, Beschützer. Miau. Na, und jetzt kam die ganze Bagage an, ne? Einen noch. Na, den da hin. Gut, dass du respawnt bist, mein Freund. Ich möchte mal ausprobieren, ob ich ihn scannen und vielleicht einfach nur weglaufen kann. Nee, vielleicht nicht. Weil ich nämlich aussteige.
Au. Ich war noch nicht bereit. So. Du Brummschädel. So, das ist der Highflyer, der irgendeine Frage hatte. Ich hoffe, die hat sich mittlerweile beantwortet. So, okay, ich bin bei 57% bei der generellen Questanzeige. Also, diese Quests fehlen mir noch, aber ich möchte da jetzt eigentlich nur ungern hin, wenn überhaupt. Im Grunde genommen möchte ich dahin. Ich möchte mir ja für mit den Kryomanten endlich mal die letzte Fähigkeit verdienen. So, das ist das Schlachtfeld. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher bei den Sprüngen, denn ich möchte nicht zu weit springen und auch nicht zu kurz. So. Odin. God of War. Odin, God of War. Ja. Hier warten schon mal die ersten auf Kyrax. Dann würde ich mal sagen, also ich werde jetzt hier auch warten. Und sobald er kommt, machen wir einfach die Folge weiter. Dann werde ich ansetzen. Oder wir machen eine zweite Folge draus. Ja, ich schaue gerade auf die Uhrzeit. Das wird wohl eher eine zweite Folge. Dann, gut. Dann mache ich hier eine kleine Pause, werde ein paar Runden laufen. Und in der nächsten Folge geht es mit Kyrax weiter. Und wahrscheinlich, also Kyrax wird nicht so lange dauern. Der dauert so 5 bis 10 Minuten. Dann werden wir danach weiter in die Mantidenhöhlen laufen. So machen wir das. Von daher, vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.